Weiter geht's, wir gehen in den chinesischen Geheimdienstbunker. Wundert mich ja, dass sie den hier einfach so bauen konnten. Oder er war schon vorhanden. Schaden 84. Sie befinden sich in einer Gefahrenzone. Zu Ihrer eigenen Sicherheit entfernen Sie sich bitte umgehend. Das Kennwort lautet der Fall der Seraphim. Sicherheitsstufe angenommen. Genosse, bitte folgen Sie mir zu Ihrer Abschlussbesprechung. Alter, what? Zu Ihrer Heimkehr erhalten Sie hier drinnen im Terminal. Ach so. Irgendwie sieht mir das hier voll nach einer Falle aus, ehrlich gesagt. Kann ich hier irgendwie... Weil das so eine Abgasdings der Bumster ist, die Türen über so einen Schalter aktiviert werden kann, der Protektor dann draußen bleibt. Und wir können hierüber fliehen. Extraktionseinsatzbesprechung. Sie haben bisher gute Arbeit geleistet, Agent Xinjiang. Ihre Bezahlung wurde als Lotteriegewinn getarnt. An Ihre nächsten Verwandten überwiesen. Wir müssen Ihnen jedoch mit tiefstem Bedauern mitteilen, dass Ihr zum Wohl der Volksrepublik mit Ihrem Leben ein Ende gesetzt werden muss. Scheiden Sie würdevoll aus dem Leben, ehrenwerter Soldat. Ich hab sowas geahnt, ey. Quest abgeschlossen. Cool. Nicht mit mir, Freunde, nicht mit mir. So.
Müllhaufen, dann können wir eigentlich da. Oder vom Kramladen. Ich glaube, vom Kramladen ist besser. Okay, das mit der Framerate muss irgendwie hier gebietstechnisch ein Fehler sein, weil die schon wieder total im Eimer ist hier. So, das Spiel ist mal wieder abgeschmiert. Die Aufgabe haben wir jetzt aber abgeschlossen, ja? Ja. Er hat auch schon die Quest wieder gespeichert. Ich weiß nicht, warum er nicht gespeichert hat, dass wir eher hier schon hingereist sind. Und sofort ist die Framerate wieder im Arsch. Ich frage mich, wodurch die Abstürze mal zustande kommen. Irgendwas? Help us. Können wir hier irgendwie E betätigen oder sowas? Nö, ne? Fragt sich, wer das darauf geschrieben hat. Da haben wir wieder ein paar Freunde. Wule. Dreck. Oh! Wo ist die Kiste hier? Scheiß Baum. So, Schrotpatrone 10. Caroline Saunders hier, zuständige Geochemikerin bei den Bisch-Erdgas-Probebohrungen MD16001. Die vorläufigen Ergebnisse aus Probestandort 2 sind gut. Wir erhalten ähnliche Konzentrationen wie bei Standort 1. Die Zusammensetzung des Biogases ist ebenfalls ähnlich, einschließlich einiger organischer Verbindungen, die ich noch nicht identifizieren konnte. Außerdem stießen wir an dieser Förderungsstätte auf umfangreiche Laugenrückstände in einer natürlich geformten Kammer. Zum Glück trugen wir von Anfang an Schutzanzüge, sonst hätten sich einige von uns wohl schwerwiegende Verätzungen zugezogen. Ich würde den Standort gern näher untersuchen, um festzustellen, ob es zwischen den Verbindungen und den Laugenablagerungen einen Zusammenhang gibt. Unser Gebläse muss repariert werden. Der Techniker meint, das dauert ein paar Stunden. Ich werde mir in der Zwischenzeit Standort 3 ansehen. Alle weiteren Untersuchungen führe ich ohnehin nur aus persönlicher Neugier durch. Probestandort 2 ist hiermit genehmigt. So,
So, wie weit sind wir jetzt noch weg? Ein ganz schönes Stück. Gerade diese eine Knarre. Wir machen momentan einen 50 Schaden. Wo ist denn das andere Ding? Ich laufe gerade zurück. Was ist das für eine Bude? Und eine Villa. Gutshaus Black Hall, von denen haben wir auch schon was gelesen. Das war der Typ mit seinem Buch, ne? Ups. Bleiben Sie mir fern. Was haben Sie in meinem Haus zu suchen? Das Haus sah verlassen aus, also bin ich einfach mal hereinspaziert. Das Gutshaus Black Hall ist noch nicht verlassen. Jedenfalls noch nicht. Geben Sie sich wenigstens die Mühe, mit dem Besitzer anständig zu reden. Oh ja, später. Das ist gut. Die Leute sollten in der Lage sein, sich hinzusetzen und miteinander zu reden. Vor allem in Zeiten wie diesen. Die gepflegte Unterhaltung ist die größte der verlorenen Künste, nicht wahr? Ganz meine Meinung.
Ich bin froh, dass Sie auch so denken. Die Konversation ist eine der Tugenden, die uns von Schwachköpfen wie diesen Sumpfbewohnern unterscheiden. Diese Sumpfbewohner sind übrigens mit einem Buch, einem wertvollen Familienerbstück geflohen. Würden Sie es für mich zurückholen? Okay, ich besorge das Buch. Gut. Die Narren, die es gestohlen haben, sind überzeugt, dass es geheime Kräfte hat. Deswegen werden sie es wohl gut bewachen. Östlich der Strandpromenade, im Keller einer Ruine, gibt es eine Kultstätte. Wahrscheinlich ist es dort. Bringen Sie es mir und ich bezahle Sie. Erzählen Sie mir was vom Gutshaus. Ich nehme an, es kann nichts schaden, Ihnen diesen Gefallen zu tun. Was möchten Sie denn wissen? Wie alt ist das Haus? Mehrere Jahrhunderte. Es ist immer noch in guter Verfassung. Sie befinden sich in einem Musterbeispiel viktorianischer Architektur, mein Freund. Ihre Familie ist nach diesem Haus benannt? Die Familie nach dem Haus und das Haus nach uns. Wir haben den Namen Black Hall übernommen, als wir Generationen vor dem Krieg hier landeten. Wir dürfen die Geschichte nie vergessen. Vor allem nicht in dieser finsteren Zeit. Über was sollen wir reden? Sie scheinen die Sumpfbewohner ja wirklich zu hassen. Ist Diebstahl denn kein ausreichender Grund dafür, jemanden zu hassen? Sind sie gefährlich? Sie müssen neu hier sein, wenn Sie das noch nicht wissen. Ja, sie sind gefährlich. Sie feuern auf alles, was nicht zu ihnen gehört oder zertrümmern oder essen es. Und oft beschießen sie sich gegenseitig. Sie mögen zwar früher einmal Menschen gewesen sein, aber jetzt sind sie das nicht mehr. Meinen Sie die Leute, die in der alten Kathedrale wohnen? Nein, die nicht. Denen fehlt sein Verstand. Aber sie sind wenigstens halbwegs zivilisiert. Den Sumpfbewohnern dagegen fehlt es an Glauben und Anstand. Warum haben sie ihr Buch gestohlen? Die glauben, das Buch habe eine Art von okkulter Kraft. Das ist natürlich nichts weiter als Aberglauben und totaler Blödsinn. Und warum will er es denn wieder haben? Über was sollen wir reden? Ciao. Lassen Sie sich nicht umbringen. Nö. Und hier machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Spitze, bedanke mich. Bis dann. Unser Helm ist scheinbar im Eimer.